Langer, Ihre Meinung ist gefragt. Auf dem Fragebogen in Ihrem Briefkasten können Sie schimpfen wie ein Rohrspatz über alles, was Ihnen in der Hugenottenstadt nicht passt. 1996 gab es schon mal so eine Bürgerumfrage in Erlangen mit sehr interessanten Ergebnissen. Erlangen ist grün. Nicht politisch, sondern pflanzlich gesehen. Die Stadt ist fahrradfreundlich und hat eine Menge schöner Gaststätten und Kneipen. Das war im Groben die Zusammenfassung der letzten Bürgerumfrage 1996. Damals wusste der Oberbürgermeister noch nicht so genau, was die Aktion alles ans Tageslicht bringen würde. Ich möchte damit die Bürger einbeziehen in ein generelles Verbesserungsvorschlagswesen, wo die Bürger in ihrem jeweiligen Stadtteil, an ihrem jeweiligen Wohnort Anregungen geben können. Nachher kommt bei dieser Aktion heraus, wir brauchen gar keinen Oberbürgermeister mehr. Wäre doch toll. Mittlerweile kann das Erlanger Stadtoberhaupt beruhigt auf die neue Umfrage blicken. Einige Anregungen wurden in den letzten 4 Jahren verwirklicht. Wir haben damals jeden einzelnen Fragebogen und nicht nur jeden Fragebogen, sondern auch jeden Teil im Fragebogen, wenn das beispielsweise zu tun hatte mit mangelnder Sauberkeit in der Stadt, wenn das beispielsweise etwas zu tun hatte mit Müllproblematik, dann wurden hier von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Bürgerberatung und von den einzelnen Fachämtern Kontakt aufgenommen mit den Bürgern und versucht, das Problem entsprechend zu lösen. Momentan haben bereits über 2500 Haushalte den Fragebogen ausgefüllt. Eine stattliche Anzahl, schon 1000 mehr als vor 4 Jahren. Der Ehrgeiz im Bürgermeisteramt ist groß. Balleis will doppelt so viele wie beim letzten Mal erreichen. Und keine Angst, es wird nicht nur unnötig Tinte verkleckert. Jede Anregung wird umsichtig behandelt. Es ist ein wesentliches Stück mehr demokratischer Teilhabe am Gemeinwesen, zum einen für den Bürger, zum anderen aber auch für uns natürlich ein großer Nutzen, dass sich mehr Bürger als bisher mit der Stadt auseinandersetzen, mit der Kommunalpolitik auseinandersetzen und sich auch mehr noch engagieren, als das bisher der Fall war. Einige negative Stimmen gibt es wie überall. So würden sich Kosten und Nutzen nicht die Waage halten. Doch was tut man nicht alles für zufriedene Bürger? Nürnberg kommt aus den Schlagzeilen nicht heraus. Werksschließungen, Massenentlassungen, wirtschaftliche Schwierigkeiten in der ganzen Region. Auch wenn die Arbeitslosenzahlen in jüngster Zeit zurückgehen, die schwarzen Wolken am Horizont bleiben. Der Schienenfahrzeughersteller Adtrans ist hier nur ein Beispiel. Der Betrieb, der auch den ICE baut, Daimler-Chrysler, wird ihn weitgehend dicht machen. Alleine dort sind rund 500 Arbeitsplätze betroffen. Und ABB Turbine, Alstom, Zierball, Siemens KWU, das sind weitere, früher klangvolle Namen, die heute für den drohenden Verlust von über 2000 Arbeitsplätzen in der Region stehen. Wie soll es weitergehen mit dem Ballungsraum Nürnberg? Welche Wege in die Zukunft gibt es? Und steht es wirklich so schlimm, wie es auf den ersten Blick aussieht? Oder erleben wir gerade den schmerzhaften Wandel von der Industrie zur Informations- und Dienstleistungsgesellschaft? Nicht weniger, aber eben auch nicht mehr. Darüber wollen wir heute hier im Alpha-Forum extra aus Nürnberg reden. Grüß Gott und herzlich willkommen im Bildungskanal des Bayerischen Fernsehens. Hier bei mir im Studio Franken begrüße ich Dr. Otto Wiesheu, den bayerischen Wirtschaftsminister. Grüß Gott. Grüß Gott. Dr. Siegfried Balleis, Oberbürgermeister von Erlangen. Grüß Gott. Peter Hufe, Landtagsabgeordneter der SPD und dort Mitglied im Ausschuss für Hochschule, Forschung und Kultur. Grüß Gott. Ich begrüße Dr. Andreas Stöhr, den Vizepräsidenten des Landesarbeitsamtes in Bayern. Schönen Grüß Gott. Und einen Nürnberger Unternehmer, den Herrn Alexander Boschier. Grüß Gott zusammen. Herr Wiesheu, schlechte Nachrichten aus Nürnberg, das hört man leider über Jahre immer wieder. Ich erinnere an Grundig, an Triumph Adler. Ist denn der Ballungsraum so etwas wie ein wirtschaftliches Sorgenkind für Sie in Bayern? Dass wir im Nürnberger Raum besonders aktiv sind, ist bekannt und ist auch notwendig und sinnvoll. Ein besonderes Sorgenkind. Man muss das in der Relation sehen. Nürnberg gehört bei den Ballungszentren deutschlandweit gesehen nach wie vor zu den stärkeren Zentren und ist auch bei der Arbeitslosigkeit derjenige Ballungsraum mit der viertgeringsten Arbeitslosigkeit. Also von daher sieht es in anderen Regionen in Deutschland erheblich schwieriger aus. Das enthebt uns nicht von der Verpflichtung zu sagen, was können wir tun, um den Strukturwandel, dem Nürnberg und der Region unterliegt, tatsächlich sinnvoll zu gestalten. Es gibt für mich immer eine Doppelstrategie und die lautet Bestandspflege bei den bestehenden Betrieben.
Es ist für mich nicht das Argument, dass ich sage, wir vergessen die Industrie und setzen auf die Dienstleistung oder die Information alleine. Wir müssen die Betriebe, die wir haben, soweit es möglich ist, erhalten, die Arbeitsplätze erhalten. Das geht nicht über Subventionen, aber das geht über vernünftige Rahmenbedingungen. Und es ist zum Zweiten das Thema der Innovation. Und Innovation heißt hier neue Produkte, neue Betriebe, neue Märkte entwickeln. Heißt neue Arbeitspotenziale schaffen, heißt Neues entwickeln. Und da will ich auch gleich auf eines kommen. Es kann nicht der Staat, es kann nicht die Politik Betriebe gründen und Arbeitsplätze schaffen. Es kann der Staat und die Politik aber einen Beitrag leisten, dass einzelne Personen, Unternehmer, Leute, die sich selbstständig machen, Leute, die Betriebe haben, ihre Betriebe vernünftig entwickeln können oder neue Betriebe entwickeln können. Oder man kann es mit einer falschen Politik erschweren. Und wir sind dabei, dass wir landespolitisch natürlich schauen, dass wir diese Anstrengungen erleichtern. Einer der Schlüssel ist das, was im Bereich der Forschung und Entwicklung läuft. Einer der Schlüssel ist, dass das, was an neuem Know-how entwickelt wird, an neuen Patenten entwickelt wird, an neuen Themen entwickelt wird, auch in der Region umgesetzt wird. Einer der Schlüssel ist natürlich die Informations- und Kommunikationstechnik, ist die Gründerszenerie, ist die Akquisition von Unternehmen hier im Raum, ist auf der kommunalen Seite die Ausweisung von entsprechenden Gebieten, wo investiert werden kann, ist, wenn man so will, für mich in diesem Raum ein vernünftiges Zusammenwirken von Betrieben, Kommunalpolitik, Landespolitik und auch der Gewerkschaften. Herr Wiesow, denken Sie, dass sich die jetzige Krise unterscheidet von früheren Krisen im Ballungsraum? Sie unterscheidet sich schon etwas, und zwar ist der Strukturwandel zurzeit erheblich zügiger und nachhaltiger, als es in früheren Jahren war. Wir haben einen ersten gravierenden Schub gehabt, aber deutschlandweit im Jahre 92-93. Sie kennen die Stichworte Lean Production noch, Umwandlung der Produktion, Just-in-Time-Lieferung, Gruppenarbeit und all diese Themen, Abbau der Führungsebenen. Wir haben den Rückgang in der Bauwirtschaft gehabt seinerzeit. Das war ein gravierender Strukturwandel, auf den es eine generelle Antwort hat geben müssen, die wir auch entwickelt haben für Bayern. Wir haben deswegen auch in den letzten Jahren eine gewaltige Zunahme gehabt bei den Selbstständigen um über 120.000. Wir haben die höchste Zahl der Selbstständigen in Bayern seit über 30 Jahren. Wir haben auch eine gewaltige Zunahme gehabt bei neuen Arbeitsplätzen. Wir haben also nicht nur Arbeitsplätze verloren, sondern neue gewonnen. Aber, und das ist in Nürnberg spezifisch, Nürnberg war und ich sage bewusst ist, nach wie vor ein starker Industriestandort. Der industrielle Bereich ist aber von diesem Strukturwandel stärker betroffen als der Dienstleistungsbereich oder andere. Und deshalb fallen viel mehr Arbeitsplätze deswegen weg, als neue haben entstehen. Wir hier bei wegfallenden Arbeitsplätzen eine größere Summe, bei neu entstandenen in den letzten 5 Jahren. Das sind so 24.000, 26.000 neue Arbeitsplätze, neue Sparten, die entstanden sind. Das ist beachtlich, aber das hat das, was weggefallen ist, noch nicht ersetzt. 46.000 sind weggefallen. Ja, das hat das noch nicht ersetzt. Ja. Sie wollen mit einem 12-Punkte-Programm helfen. Was sieht das im Einzelnen vor? Das sind eine ganze Reihe von unterschiedlichsten Themen, die wir gemeinsam mit der Wirtschaft, mit der Kommunalpolitik betreiben wollen. Jetzt nenne ich nur ein paar. Das ist zum Beispiel die Sanierung in Nürnberg bei der Südstadt, in Fürth bei der Innenstadt, wo ja ganz erhebliche Umbrüche vorhanden sind, wo wir mit sogenannten Ziel-2-Mitteln auch staatlicherseits erheblich helfen können. Das ist zum Beispiel der Ausbau der Kompetenz im Bereich der Technologie oder Verkehr. Das ist zum Beispiel ganz große Aktivitäten im Bereich der Gründerszenerie, die wir hier brauchen. Wir machen, das läuft ja bereits, die Businessplan-Wettbewerbe. Wir brauchen hier Venture-Capital-Gesellschaften. Ich bin mit einigen in Verhandlungen, die hier entsprechend aktiv werden müssen. Wir brauchen kreative Leute, die hier entsprechend ihre neuen Unternehmen auch aufmachen. Wir müssen auch schauen, dass Unternehmen vielleicht von außen her kommen, die hier investieren, sodass wir den Wandlungsprozess, man kann ja bestimmte strukturelle Veränderungen nicht aufhalten, aber den Wandlungsprozess positiv beeinflussen im Hinblick auf die Entstehung von neuen Betrieben und neuen Arbeitsplätzen. Wir haben im letzten Jahr, im letzten Quartal des letzten Jahres, 4 große Konferenzen in Nürnberg durchgeführt. Das geschah mir unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wenn man so will, ohne die Medien, aus einem einfachen Grund. Ich wollte bei diesen Konferenzen mit den Verantwortlichen aus der Wirtschaft, aus der Politik, mit Gästen aus anderen Ländern einmal die Situation analysieren und einmal schauen, was man und wo man ansetzen kann. Im Bereich Produktion, im Bereich Dienstleistung, im Bereich Forschung, Entwicklung, in anderen Feldern. Im Bereich Tourismus zum Beispiel. Wir haben uns Leute auch geholt aus Glasgow, wir haben uns Leute geholt aus Boston, aus San Diego. Das sind alles Regionen, die ja im Vergleich zu Nürnberg die letzten 10 Jahre viel größere Probleme gehabt haben. Viel schwierigere Fragestellungen gehabt haben, die sich dann auch überlegt haben, wie gehen sie das Ganze an. Und die haben uns einiges aus ihrer Entwicklung erzählt und da werden wir einiges umsetzen können. Das lässt sich nicht eins zu eins übertragen. Aber auch dort war immer die Aussage, Schlüssel ist Innovationsthema, Forschung, Entwicklung,
engste Kooperation der Wirtschaft mit der dortigen Universität. Schlüssel ist das kreative Potenzial, gut ausgebildete Leute zu halten. Schlüssel ist Existenzgründung, ist die Förderung der Existenzgründung, Venture Capital. Schlüssel ist ein positives kulturelles Klima auch zu schaffen für diese Themen. Schlüssel ist, das war für mich interessant, das hat der von Boston gesagt, ohne die lokalen Medien und deren positive Begleitung werden sie das Problem nicht lösen. Das heißt, es muss ein Geist vorhanden sein, wo man sagt, wir nehmen unser Thema, unser Schicksal selber in die Hand und wirken alle miteinander zusammen. Die Kommunalpolitik, die Wirtschaft, die jungen Leute, die kreativen Leute, das Land, soweit es dazu tun kann. Und natürlich erwarten wir von der Bundespolitik entsprechende Rahmenbedingungen, damit es vorangeht. Aber das sind die Kernthemen. Und darauf will ich auch hin mit den 12 Punkten. Lassen Sie mich mal den Herrn Ballers fragen. Jetzt haben wir ganz viel gehört. Reicht das denn für den Ballungsraum? Ich meine, dieses 12-Punkte-Programm ist sicherlich sehr gut, so wie es angelegt ist. Es ist vor allen Dingen, und das ist wichtig, aus der Region selbst erarbeitet worden in den 4 Gesprächsrunden, die Herr Staatsminister Wiesow genannt hat. Ob es genug ist, wird sich erst rausstellen. Ich meine, im Bereich der Wirtschaftsförderung können Sie, wenn ich das mal so ausdrücken darf, nie genug machen. Und Sie können sich auch zu keinem Zeitpunkt irgendwann mal in den Sessel zurücklehnen, sondern es ist, wenn Sie so wollen, gewissermaßen wie das Laufen eines Meerschweinchens im Laufrad. Sie müssen immer wieder weiter vorangehen, immer wieder neue Innovationen schaffen, immer wieder neue Unternehmensgründungen anregen, ermuntern und voranbringen. Das heißt, es ist ein Prozess, der eigentlich nie aufhört. Da gab es die Initiative zum Beispiel der Neue Adler. Verkehrstechnik sollte den Ballungsraum beflügeln. Jetzt lesen wir Adrans Streichstellen. Kann der Adler noch fliegen? Oder gibt es auch manche Initiativen, die einfach eine gute Idee waren und 2-3 Jahre wieder einschlafen? Im Vergleich der 4 Kompetenzinitiativen in der Region Nürnberg ist in der Tat der Neue Adler, der sich mit der Verkehrstechnologie beschäftigt, im Moment am kritischsten zu sehen, insbesondere was die industrielle Basis anlangt. Ich hoffe jedoch, dass zumindest der 2. große Partner im Bereich der Verkehrstechnologie, die Siemens Verkehrstechnik, weiterhin in der Region verankert bleibt. Es hat ja auch hier eine Zeit lang intensive Diskussionen gegeben über Fusionen mit dem kanadischen Unternehmen Bombardier. Darum ist es jetzt stiller geworden. Aber das ist noch nicht ausgestanden. Wenn dies kommen würde, dann würde ich allerdings das mit noch größerem Fragezeichen versehen. Der Wirtschaftsminister hat gerade gesagt, es geht auch um attraktive Flächen für Industrieansiedlungen. Da gab es mal das Projekt Gemeinsamer Gewerbepark. Die Städte Fürth, Erlangen, Nürnberg wollten da an einem Strang ziehen. Das ist gescheitert. Warum eigentlich? Ich meine, das war ein vollkommen gut durchdachtes, richtig angelegtes Projekt, das allerdings einige Schwierigkeiten hatte bei der Grundstücksbeschaffung. Ich war ja selbst Gründungsgeschäftsführer. In den Verhandlungen mit den Landwirten sind wir da sehr schnell auf Granit gebissen. Aber es hat sich natürlich nach 1993 die Welt komplett verändert, nämlich durch den Abzug der Amerikaner aus unserer Region sind riesige Flächen frei geworden. Allein bei mir in Erlangen 1,3 Millionen Quadratmeter und in Fürth die doppelte Zahl an Flächen. Nürnberg ist nicht ganz so gut dabei bedacht worden. Und die logische Konsequenz war gewesen, dass wir zunächst mal die frei gewordenen Flächen jetzt entwickeln. Das wird eine Aufgabe sein, die uns die nächsten 10, 15 Jahre beschäftigen wird. Und dann wird man zu gegebener Zeit wieder auf ähnliche Projekte zurückgreifen müssen. Aber es macht keinen Sinn, wenn solche riesengroße innerstädtischen Areale frei werden, dass man dann sich in einen ungewissen Clinch mit den Landwirten begibt. Und da war das Verständnis natürlich auch nicht vorhanden, dass man sagt, wieso sollen wir landwirtschaftliche Flächen hergeben, wenn auf der anderen Seite Militärflächen zur Verfügung stehen? Die wirtschaftlichen Probleme in Erlangen sind nicht ganz so groß wie in der großen Nachbarstadt. Woran liegt das denn eigentlich? Gut, das mag auf den ersten Blick so erscheinen, weil bei uns die Strukturprobleme einige Jahre bereits zurückliegen. Herr Staatsminister Wiesow hat ja schon vor den großen Einbrüchen in den Jahren 92, 93 gesprochen. Die haben damals in Erlangen massiv zu Buch geschlagen. Also wir haben diese kritische Phase bis 95, 96 gehabt. Auch wir in Erlangen haben in diesem Zeitraum ca. 10.000 traditionelle Arbeitsplätze verloren, beispielsweise bei Siemens Medizinische Technik, beispielsweise aber auch so bei Traditionsunternehmen in Erlangen wie die Erber oder auch Gossen. Dieser Prozess ist Gott sei Dank ab 96, 97 zum Stillstand gekommen. Aber auch wir haben in Erlangen bisher es noch nicht geschafft, diese 10.000 Arbeitsplätze im traditionellen Bereich zu kompensieren. Das heißt, wir haben heute im Jahr 2000 weniger Sozialversicherungsbeschäftigte als noch im Jahr 1990 oder 1991.
Aber das, was sich so um die Keimzelle des Gründerzentrums in Tenlohe herausbildet, das macht Ihnen schon Mut, oder? Absolut. Ich meine, was das IGZ bisher gebracht hat, ist einzigartig. Übrigens ja mit Unterstützung, und zwar mit ganz massiver Unterstützung der bayerischen Staatsregierung in den Jahren 85 und 86 entstanden, kann man heute bilanzieren, dass direkt ca. 1000 Arbeitsplätze von den Unternehmen, die im Laufe der Jahre in diesem IGZ groß geworden sind, geschaffen wurden. Und vor allen Dingen hat natürlich auch im gesamten Umfeld, nicht nur in Tenlohe und Erlangen, sondern ausstrahlend auch auf Nürnberg und Fürth, es ist ja im Übrigen auch eine Gemeinschaftseinrichtung der Städte Nürnberg, Fürth und Erlangen, hat dies enorm Impulse gegeben. Aber natürlich nicht nur das IGZ, sondern auch das Fraunhofer-Institut und insgesamt natürlich auch die Universität mit ihren sehr kompetenten Lehrstühlen, beispielsweise an der Technischen Fakultät. Zum Arbeitsamt, Herr Stöhr. Sie können nüchtern bilanzieren. 1990 bis 1997 haben wir einen Anstieg der Arbeitslosenzahl auf das Doppelte. Das muss man sich mal vorstellen. Die Zahl der Arbeitslosen hier in der Region Nürnberg hat sich verdoppelt. Nun sind wir Gott sei Dank seit 1998 auf dem Weg der Besserung, ohne Zweifel. Die Arbeitslosigkeit hat sich seit 1998 Stück für Stück abgebaut und das ist natürlich eine positive Entwicklung. Aber wir müssen auch immer sehen, wir haben Ende Dezember, also Ende des letzten Jahres, noch immer 48.000 Arbeitslose hier gehabt. Das ist ein ganz immenses Problem. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch sagen, wir haben 10.000 Arbeitslose weniger. Quer über den industriellen Sektor hinweg hat ja dieser Beschäftigungsverlust gestreut. Wir haben 10.000 Arbeitslose weniger. Und das bedeutet natürlich eine immense Entlastung des Arbeitsmarktes. Der Zug geht in die richtige Richtung. Er fährt nur noch nicht schnell genug. Welche Branchen betrifft das denn so ganz konkret? Welche Berufe? Ja, wir haben natürlich durch den Strukturwandel weg vom industriellen Sektor hin zum Dienstleistungssektor immense Beschäftigungseinbrüche im industriellen Sektor gehabt. Davon betroffen sind natürlich die Metallberufe, davon betroffen sind die Berufe im Elektrobereich, davon betroffen waren natürlich auch hochqualifizierte Berufe im Bereich Erlangen drüben, auch Ingenieure. Also das streut über alle Berufsgruppen im industriellen Sektor. Und nun sehen wir auf der anderen Seite, aber der Arbeitsmarkt hat sich gefangen. Der Arbeitsmarkt ist heute in einer anderen Verfassung als noch vor 2 Jahren. Das gilt auch für den Bereich der Metallberufe beispielsweise als Zentrum des gewerblichen Bereichs. Wir haben überall in allen Berufsgruppen haben wir weniger Arbeitslose als vor 2 Jahren. Wenn wir aber hier bei einer Problemdefinition sind, dann würde ich Herr Reck schon sagen wollen, wir müssen den Blick an dieser Stelle etwas erweitern. Ich glaube, wenn wir hier eine Problemdefinition für die Region vornehmen wollen, dann können wir nicht vorrangig und sollten nicht vorrangig auf einzelne Berufsgruppen sehen, sondern wir sollten auf den Personenkreis sehen, der ohne berufliche Ausbildung ist. Und da haben wir hier in Nürnberg eine vergleichsweise ungünstige Situation. 50% der Arbeitslosen, die bei uns gemeldet sind, sind ohne abgeschlossene Berufsausbildung. Und das ist natürlich ein ganz immenses Problem. Können Sie denen überhaupt noch helfen? Oder haben die gar keine Perspektive? Ja, natürlich können wir denen noch helfen. Aber der Kraftaufwand, diesen Personen zu helfen, ist natürlich ein außerordentlich hoher. Das hängt damit zusammen, dass die Arbeitsplätze, die sogenannten Einfacharbeitsplätze im Rahmen des Strukturwandels, ja zahlenmäßig dramatisch zurückgehen. Und da sind natürlich ganz besondere Anstrengungen notwendig, diese Personen an Qualifizierungsmaßnahmen heranzuführen. Diesen Personen zu helfen, beispielsweise mit Lohnkostenzuschüssen, um sie in eine neue Beschäftigung hineinzubringen. Da sind besondere Maßnahmen notwendig, auch soziale Kompetenzen aufzubauen. Und an der Stelle würde ich ganz gerne einen Bogen schlagen wollen. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung sagen wir natürlich allen jungen Leuten, geht in eine Ausbildung, macht eine Ausbildung. Denn ohne Ausbildung werden die Chancen auf dem Arbeitsmarkt zunehmend schlechter. Herr Stöhr, Sie haben gerade gesagt, auch Ingenieure hat es getroffen. Auf der anderen Seite lesen wir in den Zeitungen, dass Firmen händeringend Ingenieure suchen, auch hier im Ballungsraum Nürnberg. Wie geht das denn zusammen? Auch hier im Ballungsraum Nürnberg, lassen Sie mich zunächst mal vielleicht die Eckzahl sagen. Wir haben gegenwärtig hier im Arbeitsamt Nürnberg, und das bedeutet ja Erlangen, Schwabach und Fürth und so, haben wir gegenwärtig über 1000 Ingenieure arbeitslos gemeldet. So, auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch, der Markt für Ingenieure ist ins Laufen gekommen. Die Vermittlungsaussichten für Ingenieure, die sind schon gut. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen in die Strukturen hineingehen und müssen uns die Frage stellen, wie sieht es denn aus? Nun will ich das gar nicht allzu weit ausdifferenzieren,
Aber ich will mal darauf hinweisen, dass über 60%, fast zwei Drittel dieser arbeitslosen Ingenieure 50 Jahre und älter sind. Und wir alle kennen ja die Probleme, wenn es darum geht, ältere Arbeitnehmer zu vermitteln. Da gibt es ja wirklich Vorbehalte auf betrieblicher Seite. Die will ich an dieser Stelle gar nicht bewerten. Aber es ist ganz schwierig, ältere Arbeitnehmer zu vermitteln. Ein anderer Punkt ist natürlich der, zum Teil ist auch die entsprechende Qualifikation nicht oder nicht mehr vorhanden. Denn ein Teil dieser Ingenieure war ja in den letzten Jahren nicht mehr mit ingenieurspezifischen Tätigkeiten befasst gewesen, sondern war beispielsweise im Managementbereich gewesen. Es gibt natürlich auch die Situation, dass wir hier Ingenieure, Aussiedler haben. Die müssen wir nachqualifizieren, da müssen wir versuchen zu helfen. Und so ist es eben, die Strukturen sind so wie eben beschrieben, über 60%, 50 Jahre und älter. Und da ist natürlich auch ein gewisser Appell in Richtung Arbeitgeber vielleicht angebracht, auch älteren Arbeitnehmern ganz generell eine Chance zu geben. Herr Steuer, erstmal Dankeschön. Jetzt möchte ich den Peter Hufe fragen. Herr Hufe, bei all diesen Maßnahmen, die zum Teil schon gegriffen haben, die jetzt noch erfolgen sollen, was würde denn Ihre Partei anders machen? Ja, wir brauchen natürlich eine intensive politische Begleitung der in die Krise geratenen Industrien. Das wird gemacht. Aber ich glaube, dass die Fehler eher in den 80er Jahren gemacht worden sind. Damals gab es intensive Vorschläge, zum Beispiel für ein Abrundungskonzept des technischen Bereichs der Universität. Da sind 20 Lehrstühle gefordert und damals auch zugesagt worden. Es fehlen uns immer noch 7. Ich hoffe, dass wir sie in den nächsten 2 Doppelhaushalten bekommen können. Es ist Nürnberg, Fürth, Erlangen die Nummer 8 in der Informations- und Kommunikationstechnologie. Nummer 8 weltweit. Das ist ein Bereich, den wir ausbauen müssen, intensiv ausbauen müssen. Und da sind eben Entscheidungen, wie jetzt die Medienagentur nach München zu vergeben, meiner Meinung nach falsch. Sondern wir müssen die Regionen, die intensiv um Arbeitsplätze ringen, die müssen gestärkt werden. Und da wäre natürlich der Großraum Nürnberg ideal gewesen für die Ansiedlung der Medienagentur. Das Weiterbildungsinstrument der Staatsregierung, der Mediencampus, ist auch wieder nach München gegangen. Und da könnte man natürlich das Image der Region, was wir alle wollen, durch die Vergabe solcher Einrichtungen in den Großraum Nürnberg schon erheblich verbessern. Nürnberg hat ja auch einen weltweiten guten Ruf als Druckzentrum. Maul Belzer zum Beispiel, Europas größte Druckerei, ist hier am Standort. Liegt da auch ein möglicher Schwerpunkt für eine Entwicklung des Ballungsraumes? Selbstverständlich. Also man muss die endogenen Kräfte der Region stärken. Das, glaube ich, wird aber auch in allen politischen Bereichen so gesehen. Dazu gehört, dass der Messestandort, wie jetzt auch vorgesehen, ausgebaut wird. Da muss man aber auch mit den Verantwortlichen der Region überlegen, welche neuen Messeschwerpunkte kann man denn im Großraum Nürnberg, in der Messe Nürnberg machen. Wie kann man Zusammenarbeit mit der Universität, mit der Fachhochschule, mit der Messe hinbekommen, dass einfach das Image dieser Region besser wird, wesentlich besser wird. Und da muss man natürlich auch entscheidende Kongresse von der Staatsregierung her auch mal in Nürnberg stattfinden lassen. Das ist, glaube ich, für den Austausch und für die Akzeptanz der Region äußerst wichtig. Denken Sie, dass sich große Firmen davon beeinflussen lassen, wie das Image einer Region ist? Selbstverständlich. Also man glaubt gar nicht, wie viel Psychologie bei diesen Entscheidungen dabei ist, welche Umstände, ob das das Landschaftsbild ist, ob das der Wert der Landschaft ist, dazu beitragen, welche Entscheidungen in den Unternehmen getroffen werden. Und da hat Nürnberg auch gerade durch die Infrastrukturmaßnahmen der letzten Jahre, Neues Fränkisches Seenland und Ähnliches, ja, der Prozentwert ist sehr hoch. Einen ausgezeichneten Standort. Jetzt ist Erlangen-Nürnberg die zweitgrößte Universität in Bayern. Sie haben da eben schon Lehrstühle angemahnt. Kann da noch mehr passieren? Eine technische Universität? Stellen die uns gut zu Gesicht? Das also wollte ich den Herrn Oberbürgermeister, wenn ich frage, oder? Also ich bin da eher auch der Meinung wie der Kollege Ballheiß, wie das Kind heißt, ist letztendlich egal. Ich glaube, dass es sinnvoll ist, diesen Bereich auszubauen. Da fehlt uns zum Abrund- und Rundungskonzept fehlen uns 7 Lehrstühle. Das muss man mit der Universität intensiv besprechen. Da gehört natürlich auch ein gewisses Umfeld dazu. Wir haben ja einen Leibniz-Preisträger hier in Nürnberg
Und ich glaube, dass man da auf einem guten Weg ist. Aber da muss jetzt auch selbstverständlich die Staatsregierung die Versprechen umsetzen und muss die Lehrstühle in diese Region bringen. Ich sage noch mal, in den nächsten zwei Doppelhaushalten hoffe ich sehr, dass da die entsprechenden Weichen gestellt werden. Herr Hufe, jetzt verhält es sich ja auch so, dass die Mitarbeiter, die jetzt ja, vielleicht entlassen werden, vielleicht auch nicht, die um ihr Schicksal bangen, in den Zeitungen, in den Medien von Holzmann lesen und dem Engagement des Bundeskanzlers. Und dann fordern die natürlich auch eine Gleichbehandlung. Was sagen Sie denn dazu? Ja, ich glaube doch, dass man die Größenordnungen nicht ganz vergleichen kann. Ich glaube, dass da die politischen Aktivitäten des Staatsministers Wiesheu und auch des Bundeswirtschaftsministers Müller die richtige Ebene ist. Und da, glaube ich, wird von Seiten der Politik das getan, was zu tun ist. Wir werden einen Strukturwandel nicht aufhalten können, aber wir werden immer wieder, und da ist die Exekutive gefragt, da wird eben die Vorzüge des Standortes der Region, muss man natürlich den Unternehmensführungen noch mal deutlich machen. Aber wie gesagt, die Weichenstellung in den 80er Jahren, dass die Konzernzentralen nicht hier in Nürnberg sind und damit auch die Forschungseinrichtungen, die eher bei den Konzernzentralen sind, aus Nürnberg teilweise abgewandert sind, da waren die Weichenstellungen eben sehr schwierig oder falsch aus der heutigen Sicht. Und da muss man versuchen, das wieder so weit wie es geht rückgängig zu machen. Aber ich glaube, da ist von dem jetzigen Engagement her kein Vorwurf zu machen. Herr Boschet, zum Unternehmer. Sie haben ein Unternehmen mit 500 Mitarbeitern, erwirtschaften 70 Millionen Mark Umsatz. 100 Lehrlinge sind dabei. Das ist für die Region sehr wichtig. Was sagt denn der Unternehmer? Woran mangelt es denn hier in der Region? Ich glaube, die Dinge sind ja alle schon angesprochen worden. Es ist sicherlich der Branchenmix, Industriestadt, Industriestandort Nürnberg, der ist einfach überaltet und er ist im Moment im Wandel. Es ist aber ein weiteres, wir liegen ein bisschen auch im Schatten von Nürnberg, von München, von unserem großen Nachbarn. Die Schatten reichen lang und werden so manche Investitionsentscheidung, die hier eigentlich hergehört hätte, nach München abgelenkt haben. Das Dritte, was ich meine, was man noch wirklich verbessern könnte, ist das Marketing, die Vermarktung der Region. Nürnberg ist Franken und Franken ist geschichtlich schon immer eine Elite in Süddeutschland. Wir sind ja eigentlich nur Beute Bayern und ich meine, da sollte man das Selbstbewusstsein wieder etwas fördern der Franken. Und sobald es zurückkommt, bin ich auch guten Muts, dass wir wieder die Position erreichen werden, die wir vor 1812 mal hatten. Wo sehen Sie denn die wichtigsten Potenziale in dieser Region? Also wir haben jede Menge Chancen hier. Also ich meine, die infrastrukturelle Anbindung, wir haben schon angesprochen, ist hervorragend. Die Ausbildungsmöglichkeiten in der Region sind hervorragend. Es ist in der Region ein hoher Freizeitwert mittlerweile entstanden. Weiche Faktoren, die spielen eine enorme Rolle. Was nicht unbeachtet bleiben darf, ist, dass wir Mitarbeiter bekommen hier noch in der Region, im Gegensatz zu München und zu anderen Regionen. Es gibt noch Arbeitskräfte hier auf dem Markt, also ein ganz wichtiges Merkmal für viele Unternehmen. Und ich meine, dass wir von Haus aus hier in der Region ein großes, großes Potenzial haben, auch an mittelständischen Unternehmen, die hier dazu beitragen, die Region nach vorne zu bringen. Einer der mir vorschwebenden größten Chancen wäre eigentlich der Transrapid zwischen München und Nürnberg. Stellen Sie sich vor, wir würden Nürnberg mit München verbinden, eine halbe Stunde von Nürnberg nach München. Die Vorteile beider Regionen zusammen, wir sind in Europa unschlagbar. Sie selber haben ein Unternehmen, das sich um Gebäude-Facility-Management kümmert. Ist das eine Zukunftsbranche? Welche andere Zukunftsbranchen sehen Sie? Ja, hier in der Region gibt es ja die bekannten Branchen oder die Kompetenzzentren. Darüber hinaus, meine ich noch, haben wir noch ein paar Hidden Champions hier in der Region. Das ist zum Beispiel die Konsumforschung. Das wird immer so etwas vergessen. Das ist das größte Meinungsforschungsinstitut Europas. Wir haben hier nicht nur in Europa einen Namen, wir haben hier auch weltweit einen Namen in dem Bereich. Wir haben Druck und Verlage bereits angesprochen. Auch im FM-Bereich natürlich, im Facility-Management-Bereich, sitzen hier in der Region die größten Anbieter. Und das ist auch einer dieser Kompetenzzentren eigentlich, Umwelttechnik, FM-Bereiche. Und die Chancen für diesen Bereich sind natürlich enorm. Denken Sie an die Umwelt. Als selbstständiger Unternehmer ist man gewohnt, etwas längerfristiger zu denken. Und dieser Faktor, dieser Standortfaktor Umwelt wird einfach immer wichtiger werden. Umwelt heißt Emissionen, Umwelt heißt Verbräuche, es heißt Einsparung, es heißt Emissionsvermeidung. Und da ist natürlich die Technik gefragt, die Gebäudetechnik vor allem. Einer der größten Verschmutzer ist nun mal die Heizung nach wie vor.
und Energieverbräuche zu minimieren. Dazu sind wir da und dazu kann ein ordentliches Facility Management beitragen. Der Wirtschaftsminister hat es eben angesprochen, Risikokapital soll auch für die Regionen zur Verfügung gestellt werden. Denken Sie, das kann auch so manchen noch etwas zögerlichen Unternehmer so die Entscheidung geben, jetzt wage ich es? Ich glaube auch nicht, dass es bisher an Risikokapital gefehlt hat. Ich meine nur, dass vielleicht hier steuerlich falsche Richtungen eingeschlagen wurden und eine große Fehlallokation von Mitteln erreicht wurde. Es macht, glaube ich, keinen Sinn, irgendwelche Gewerbeleichen im Osten zu finanzieren oder dubiose Leasingmodelle, sondern wenn man hier steuerlich dieses Venture-Kapital etwas in den Vordergrund stellen würde, wäre genug da, auch Aktienkapital ist Venture-Kapital. Und es macht einfach Sinn, jungen Unternehmen die Chance zu geben. Welche Tipps geben Sie jetzt als Unternehmer, als erfolgreicher Unternehmer, den jungen Leuten, die sich vielleicht in der Region selbstständig machen wollen? Also die sollten sich, meines Erachtens, sollten sie sich 5 Fragen stellen. Ein junger Unternehmer, der sich selbstständig machen will, der Unternehmer werden will, der muss einmal eine Vision haben. Er muss klar im Kopf eine Vision haben von seinem Unternehmen. Er muss begeistern können. Er muss sein ganzes Wollen und alles, was er hat, einsetzen für diese Vision. Er muss zweitens sehr viel mehr Zeit investieren als vielleicht ein normaler Arbeitnehmer. Er wird sehr viel Disziplin, Fleiß brauchen. Er wird einen starken Partner brauchen. Ich würde mir als Gründer immer einen ganz starken Partner suchen, der mir bei der Umsetzung der Mittel hilft. Für diesen starken Partner brauche ich vielleicht einen Businessplan. Ich muss ihn vielleicht auch überzeugen, mit da zu investieren. Er wird weiterhin brauchen eine Marktkenntnis. Was ganz wichtig ist, ich würde also keinem raten, weg von der Universität sich selbstständig zu machen, sondern er sollte erst einmal in dem Markt, in dem er später arbeiten möchte, ein paar Jahre tätig sein. Er soll den Markt kennenlernen, er muss wissen, wo sind die Risiken, wo sind die Chancen in diesem Markt. Und dann braucht er ein Controlling, um Abweichungen schnellstmöglich zu erfassen und daraus seine Schlüsse zu ziehen. Herr Wieser, woher sollen diese Leute kommen, die der Herr Bourget sich gerne wünscht? Aus der Region selbst in erster Linie. Und sie sollen gebunden werden, Studenten, die hier studieren, die sollen auch nicht nur das Studium, sondern die Region so attraktiv finden und die Chancen, die sie hier haben, dass sie hier auch bleiben und sich hier engagieren. In der Regel bekommt man die Leute ja aus dem eigenen Umfeld und man muss schauen, dass sie auch, wie gesagt, sich mit ihren Möglichkeiten hier entwickeln. Und da muss ich auch feststellen, das hat eine Umfrage bei der GfK ergeben. Wir haben uns ja die Situation in der gesamten Region von der GfK, der Gesellschaft, die Sie erwähnt haben, hier in Nürnberg analysieren lassen. Und es ist tatsächlich so, dass im Vergleich zu anderen Regionen von Nürnberg zu viele junge Kräfte weggehen und zu wenig herkommen. Da ist was dran. Das hat ein bisschen mit der Attraktivität zu tun, hat aber auch zu tun damit, dass vielleicht die Chancen noch nicht so entwickelt worden sind, die man hier braucht. Wir haben ja, und das ist ein interessanter Prozess für mich, wir haben vor ein paar Jahren begonnen in München mit den Businessplan-Wettbewerben. Die haben sich sehr bewährt, da sind eine Reihe von Gründungen daraus entstanden. Wir haben gesagt, dann machen wir das Ganze in Nordbayern auch. Das ist jetzt im letzten Jahr angelaufen und hat sich sehr gut bewährt. Gute Leute da, gute Ergebnisse. Die Banken haben das begleitet und haben gesagt, da stecken ja Chancen drin. Und es sind auch hier Neugründungen entstanden aus den Businessplan-Wettbewerben heraus, die dann umgesetzt worden sind, die mittlerweile auch bereits Leute beschäftigen. Und zu dem Feld-Businessplan-Wettbewerb gehört natürlich auch so etwas, ich nenne es immer an der Hochschule wie an der Fachhochschule, an der Universität wie an der Fachhochschule, Entrepreneurship, ein Lehrstuhl für Unternehmensgründung oder Unternehmensführung. Das sollen die Leute, die technisch ausgebildet werden, auch was von der Betriebswirtschaft erfahren, auch was vom Management erfahren, auch was von der Personalführung, vom Marketing erfahren. Damit wir bereiten ja bei unseren Hochschulen, speziell in den technischen Bereichen, die Leute immer noch zu sehr für eine Tätigkeit in einem Großbetrieb vor. Man sollte sich auch mit vorbereiten für eine Tätigkeit als Selbstständiger, als Unternehmer, als Existenzgründer. Das gehört mit dazu. Aber das geht ja nur, wenn die Lehrstühle besetzt sind. Ja, freilich, aber da kann man einiges tun und da bewegt sich auch einiges. Es ist ja die Einstellung auch geändert. Aber dann gehört dazu, auch das habe ich erlebt in den letzten Jahren, dass viele Leute, die da sind, die sagen, ich habe was im Kopf und habe was im Kreuz, aber ich habe nicht das Geld, das ich brauche. Und gehe ich zur Bank, und das werfe ich den Banken gar nicht vor, ich habe mit denen da ja darüber geredet, im Jahre 93 schon. Die Banken sagen, ja, wenn der irgendein neues Produkt im Kopf hat, das nicht gängig ist, beim Handwerk, da weiß man, ob ein Geschäftsplan stimmt oder nicht. Beim Dienstleister oder Verkäufer, da weiß man es in der Regel auch, beim Handel. Aber wenn einer mit einem völlig neuen Produkt im Softwarebereich kommt, dann weiß eine
ein Bankmitarbeiter, der sagt, ich bin jetzt Bankfachmann oder Betriebswirt oder Jurist, ich kann das nicht beurteilen, so haben mir die das auch gesagt, dann gibt man auch nicht das Geld her, das man dafür braucht. Da braucht man Venture Capital, da braucht man neue Formen der Finanzierung, braucht man Business Angels, wie das so schön heißt, braucht man auch einen mobileren Kapitalmarkt im Bereich Aktien, darum arbeiten wir daran, dass die Bayerische Börse hier auch andere Möglichkeiten hat. In Nürnberg gibt es entsprechende Einrichtungen, wo man dieses Kapital auch akquirieren soll, da braucht man natürlich auch entsprechende steuerliche Regelungen. Um tatsächlich das Geld, das ja vorhanden ist zur Genüge, für diese Zwecke zu mobilisieren. Geld gibt es genug, aber man muss für die richtigen Zwecke mobilisieren können. Damit diejenigen, die was machen, die was riskieren, auch die entsprechende Ausstattung bekommen, damit sie auch was anfangen können. Wir müssen, und das ist meine Devise schon immer, wir müssen auf die Leute setzen, die gute Ideen haben, die Kreativität haben, die Neues bringen. Und die muss man mitfinanzieren. Und da muss man schauen, dass was weitergeht. Und wir müssen natürlich auch, und das sage ich immer dazu, den Bestand pflegen. Den Bestand pflegen, das, was man hat, erhalten, das gehört genauso dazu. Wir können nicht nur die eine Seite sehen, wir können aber auch nicht nur die Bestandspflege sehen, sondern wir müssen auch das Neue sehen. Beides sind die Bereiche, in denen wir anschieben müssen und arbeiten müssen. Und da, glaube ich, kommen wir gut weiter. Ich möchte jetzt gerne vom Herrn Ballers wissen, wie er denn die jungen Leute nach Erlangen holen will, wenn ich gerade höre, Sie gehen, Sie studieren dort exzellent, werden toll ausgebildet und dann gehen Sie doch woanders hin, nach München vielleicht. Also, ich habe da ein bisschen so meine Zweifel, ob das im Großen auch zutrifft, diese Aussage dieser Studie. Aber gut, es gibt sicherlich solche Probleme, dass junge Leute dann zu anderen attraktiveren Räumen, wenn ich jetzt mal München ansehe, dann abwandern. Aber im Großen und Ganzen haben wir schon eine sehr hohe Standorttreue der jungen Leute, die in dieser Region aufgewachsen sind, hier studieren, dass sie dann auch hier bleiben. Das muss man klar sehen. Und ich meine, wenn man sich gerade die weichen Standortfaktoren anschaut, hat diese Region in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten enorm aufgeholt. Denken Sie nur mal an das Fränkische Seenland, Fränkische Schweiz und so weiter. Und vor allen Dingen natürlich auch die Bezahlbarkeit der Preise hier. Die Kaufkraft einer Mark, die Sie hier in der Region verdienen, die ist natürlich ungleich höher als in München. Und ich bedauere jeden, der also nach München versetzt wird zum gleichen Gehalt. Also er wird zwar nicht gleich zum Sozialhilfeempfänger, aber es ist jedenfalls schon in erheblichem Maße problematisch. Deswegen meine ich, man muss wirklich schauen, was bleibt am Schluss dabei übrig. Und von daher ist meines Erachtens unsere Region mit ihren Beschäftigungsmöglichkeiten, mit dem Freizeitwert, den sie hier hat, mit dem kulturellen Angebot, kann sich sehr gut sehen lassen. Und ich meine, dass das auch ausbaufähig ist. Ich darf aber vielleicht einen Ansatzpunkt noch mal bringen, der vorhin diskutiert worden ist mit der Technischen Fakultät. Was ich mit großer Sorge beobachte, ist nicht so sehr die wissenschaftliche Ausstattung unserer Lehrstühle, sondern die Attraktivität, dort ein Studium zu beginnen. Wir haben jetzt erst wieder ja Anfang November die Studenteneinschreibungszahlen gehabt und wir haben ein Riesenproblem, dass wir viel zu wenig junge Leute haben, die ein ingenieurwissenschaftliches Studium beginnen. Und da müssen wir bereits an den Schulen beginnen. Und zwar auch nicht erst in der 13. Klasse, sondern schon in der 11. Den Kollegiaten, bevor sie ihre Fächer wählen, auch hier dieses Verständnis, diese Notwendigkeit der technischen Disziplinen nahebringen. Und hier, meine ich, ist auch in hohem Maße eine, ja, ich sage jetzt mal, die Bringschuld für die Information auch seitens der Politik, um hier an den Schulen auch schon dafür zu werben, dass die Leute nicht nur in die Soft Sciences reingehen, in Geisteswissenschaften, sondern sich ganz klar auch um die dicken Bretter bemühen und Ingenieurwissenschaften studieren. Herr Hufe, ist das für Sie auch ein Ansatzpunkt? Ja, sicher. Dass wir zurzeit zu wenig Ingenieurstudenten haben, liegt daran, dass die Wirtschaft mal signalisiert hat vor einigen Jahren, wir brauchen zurzeit keine Ingenieurstudenten. Und das hat diesen negativen Boom, sage ich mal, ausgelöst. Das hat die Wirtschaft längst korrigiert. Also Siemens sucht händeringend und ähnliche suchen händeringend nach Ingenieuren. Aber ich glaube, man braucht in so einer Region, wie sie hier ist, eine kritische Masse an kreativen Leuten und dann bekommt man auf einmal einen Aufschwung, der sich von selber trägt. Das hat in München stattgefunden, zum Beispiel MediaWorks Munich ist eine von der Stadt initiierte, außerordentliche, erfolgreiche Gründersituation, die entstanden ist. Sowas würde ich mir für Nürnberg auch wünschen und das muss natürlich vom Staat begleitend begleitet werden durch die verschiedenen Möglichkeiten, die der Staat hat. Ich weiß, was in und um München mit staatlicher Förderung stattfindet. Und einen kleinen Teil oder einen größeren Teil würden wir schon gerne auch für den Großraum Nürnberg reklamieren. Herr Stöhr,
Wo sehen Sie denn die positiven Zeichen der Region? Also ich will noch mal einen Schritt zurückgehen, das verbindet sich aber nämlich zu dem Thema der neuen, der selbstständigen Existenzen. Das Arbeitsamt fördert ja auch neue selbstständige Existenzen. Wir haben ja die Möglichkeit, Arbeitslosengeld gewissermaßen umzusetzen in ein sogenanntes Überbrückungsgeld, wenn jemand aus der Arbeitslosigkeit heraus sich selbstständig macht. Und da will ich jetzt mal zwei Zahlen nennen, um das Ganze auch ein bisschen zu verdeutlichen, was sich hier in der Region eigentlich zuträgt. Das Arbeitsamt Nürnberg hat im vergangenen Jahr 21 Millionen Mark für die Gründung neuer selbstständiger Existenzen investiert. 21 Millionen Mark. Das waren 1.200 Personen, die aus der Arbeitslosigkeit heraus, aus dem Arbeitslosengeldbezug heraus, sich selbstständig gemacht haben. Und wir wissen ja, dass jeder dieser neuen Selbstständigen nach einer bestimmten Zeit 3, 4 Arbeitsplätze nach sich zieht. Und wir wissen auf der anderen Seite auch, dass neue Arbeitsplätze nicht bei Großbetrieben entstehen, Siemens oder sonst wo, sondern dass eine Volkswirtschaft natürlich von unten her wächst, von den Wurzeln her wächst, von den kleinen und selbstständigen Gründern. Und deswegen ist es einfach notwendig, diese Möglichkeiten zu nutzen. Und das ist hier eine positive Situation. Anderer Punkt, wenn Sie so die Frage stellen, ich will das auch noch mal in eine bestimmte Zahl hineingleiten. Das Arbeitsamt Nürnberg hat ja im letzten Jahr wie in diesem Jahr insgesamt einen Arbeitsmarkthaushalt in der Größenordnung von 250, 260 Millionen Mark. Wir haben 250, 260 Millionen Mark, nicht 1000, sondern Millionen Mark, also eine Viertelmilliarde. Und wir haben hier in Nürnberg im vergangenen Jahr von diesen 250 Millionen Mark, die zur Verfügung standen, ungefähr 160 Millionen hinein investiert in Qualifizierungsmaßnahmen, um eben beispielsweise beruflich nicht Qualifizierte zu qualifizieren, aber auch um beispielsweise Ingenieure anzupassen an die Erfordernisse des Arbeitsmarktes. Und das war eine immens gute Investition. Das Ganze wird ja auch im Rahmen von Controlling verfolgt. Und 80% dieser geförderten Arbeitnehmer, 160 Millionen, Zahl insgesamt 7.000, die da eingetreten sind, 80% dieser geförderten Arbeitnehmer waren einige Monate nach Beendigung der Maßnahme nicht mehr arbeitslos gewesen. Also da trägt sich eine ganze Menge zu im Sinne von Kompetenzanreicherungen. Natürlich stellen wir mit den Maßnahmen auch ab auf die neuen Kompetenzfelder, das ist ja ganz klar. Da trägt sich sehr viel zu und ich glaube, wir können hier auch eine ganz gute Bilanz ziehen. Das sind Riesenzahlen, Herr Bouchier. Reicht das, was die Politik macht an Geld, an Ideen? Also dazu muss ich sagen, mir ist es am liebsten, die Politik hält sich raus aus einem Markt. Das wäre mir das Allerliebste. Sie würde sich komplett heraushalten, auch zum Fall Holzmann, wenn man einen belohnt, weil er durchfällt. Aber wenn schon und wenn schon Rahmenbedingungen, dann muss ich sagen, dann passiert hier in der Region eigentlich schon das Richtige. Wir setzen auf die richtigen Zukunftsperspektiven. Wir haben die richtigen Märkte, glaube ich, im Auge. Was Forschung und Entwicklung anbelangt in der Region, müssen wir uns überhaupt nicht verstecken. Ich glaube, auch die Ausbildungsmöglichkeiten mit Instituten, FHs und Universitäten sind überdurchschnittlich, weit überdurchschnittlich, wenn man sie europaweit anschaut. Von daher bin ich der Meinung, die Region kommt und es wird auch nicht mehr lange dauern. Wir Journalisten, wir müssen manchmal negativ berichten, wenn Arbeitsplätze bedroht sind, dann müssen wir das sagen. Aber wir wollen ja auch nicht eine Region kaputtreden, wie uns das manchmal vorgeworfen wird. Wenn ich Sie jetzt frage, Sie alle, was gibt es denn für gute Argumente für die Region? Ganz kurz vielleicht noch am Ende dieser Sendung. Herr Bouchier. Bitte, ich soll anfangen. Für gute Argumente, den Franken, den gibt es hier in der Region und das ist eine der besten Arbeitskräfte, die ein Unternehmen haben kann. Ich frage Herrn Stöhr. Also wir haben, denke ich, ganz hervorragende Standortfaktoren. Wir haben hier die zentrale verkehrsgünstige Lage mitten in Europa. Wir haben eine wunderbare Stadt, wir haben ein wunderbares Umfeld. Wir haben hier qualifizierte Arbeitnehmer. Aus diesen qualifizierten Arbeitnehmern kann jeder Betrieb Profit ziehen. Er muss die Arbeitnehmer nur einstellen. Also ich denke, die Rahmenbedingungen sind ganz hervorragend. Ganz kurz noch, Herr Hufe. Bodenständige, kreative Menschen in einer starken Region und auch durchaus in einem starken Freistaat. Herr Ballas. Hervorragende Wissenschaftsinfrastruktur und vor allen Dingen auch ein Umfeld mit den weichen Standortfaktoren, das sich wirklich sehen lassen kann in Deutschland. Und jetzt ein Münchner Plädoyer für Franken. Die Region ist viel besser als ihr Ruf. Darum könnte das Selbstbewusstsein viel stärker sein, als es ist.
Darum könnte das Selbstvertrauen auch stärker sein. Und das sollte es auch, weil ich der Meinung bin, dass die Region bei einem vernünftigen Zusammenwirken der Kräfte, die hier vorhanden sind, und es sind gute Kräfte da, und auch die Tradition, die dieser Raum hat, wird die Region in der Lage sein, die Probleme zu lösen. Und ich teile Ihre Auffassung, in absehbarer Zeit wird das auch gewinnen. Wir sind nicht auf einem absteigenden, sondern auf einem aufsteigenden Ast. Und wenn wir alle miteinander vernünftig zusammenwirken und die Bereitschaft ist ja bei allen Seiten da, dann glaube ich, wird auch das gelingen. Und ich persönlich bin da äußerst zuversichtlich. Aber noch einmal, die Region ist viel stärker, als es ihr Ruf nach außen ist. Und das sollte man auch einmal zur Geltung bringen. Gut, ich bedanke mich ganz herzlich. Von der Industrieregion zum Zentrum für Hightech und Kommunikation. Diesen Weg hat die Wirtschaftsregion Nürnberg zwar schon begonnen, aber auch künftig wird der Strukturwandel wohl nicht ohne Schmerzen abgehen. Das haben wir jetzt gehört. Ohne Mut ist aber der Erfolg in der Zukunft eben nicht zu gewinnen. Das trifft eben auch für Mittelfranken zu. Chancen gibt es jedenfalls genug und einige der Wege in die Zukunft haben wir heute schon sehen können. Mehr Informationen über unser Programm können Sie im Internet abrufen unter http://www.br-alpha.de. Und das war's für heute vom Alpha Forum Extra. Die Zukunft der Wirtschaftsregion Nürnberg. Servus und auf Wiedersehen.